Leute, willkommen zu Re-Am Mittwoch und ja, ihr wundert euch jetzt, wieso habe ich so ein Manuel Neuer Shirt an? Ist ganz einfach, es ist sau heiß, ja, es ist Sommer jetzt und ich habe keine mehr von denen und ich war im Aldi und da habe ich eins gesehen und der Typ auf dem Cover hat mich sehr an mich erinnert, so bodymäßig. Hier ist ein kleiner, hier ist ein Bild davon, also dann dachte ich mir so, ey komm, nimm es einfach mit. Ja, Spaß beiseite. Ein paar Dinge gibt es zu besprechen. Zum einen herzlichen Glückwunsch Peter Hetmanek, hat heute Geburtstag. Könnt ihr mir gratulieren, wenn ihr Bock habt. Der gute Peter Hetmanek, mit dem habe ich jetzt schon ein paar schöne Deals gemacht. Vielen Dank und noch auf weitere in Zukunft. Ne? Und auch alles Gute an meine Oma, ne? Die hat heute auch Geburtstag. Die muss nämlich auch anrufen, deswegen mache ich das jetzt schnell. Dann kann ich sie noch schnell anrufen und so. Ne? Ja, Pickup-mäßig ist nicht viel. für mein Remobil kam das heute an und zwar ist das fürs Radio vorne, ne, weil da ist ja noch das Original Radio drin und das ist ein bisschen anders da gebaut und da, wenn man das rausnehmen will und ein anderes rein möchte, dann braucht man einen Adapter. Ein Adapter nennt sich das, soweit ich weiß. Aber ist ja nicht so interessant. Aber ey, wenn ihr Bock habt und ich habe nämlich vor, hier und da beim Remobil so ein paar dezente Tuning-Sachen zu machen, wenn ihr Bock habt, kann ich euch gerne da ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ansonsten, apropos Peter Hetmanek, von ihm habe ich was bekommen. Wir haben einen Tausch in der Mache. Ich habe aber seine Sachen noch da, weil ich nicht wusste, dass wir... Ich dachte, wir sammeln erstmal was an und so und bla, aber er hat mir sein... Die Dinge, die er für mich schon hat, schon geschickt, plus ein Goodie. Das Goodie zum einen, ich glaube, ich habe sogar die Anleitung da, ich bin mir aber nicht sicher. Für die SNES Star Trek. Mit meiner Lieblingsmannschaft der nächsten Generation, Jean-Luc Picard, Worf und so, ne? Beste Star Trek Team. Dann hat er mir für meinen Project Zero eine Anleitung geschickt. In sehr, sehr schönem Zustand, muss man sagen. Petendophil. Dankeschön, Peter. Und ein... Jetzt muss ich gucken. Was habe ich da? Okay. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Und zwar... Aber... Scheiße. Jetzt habe ich, glaube ich, was bestellt, was ich doch nicht brauche. Und zwar für Double Dragon 3 die Anleitung. Aber ich habe das komplett... Ich glaube, ich habe das doch komplett. Muss ich aber nochmal schauen. Aber trotzdem, danke, Peter. Und wenn du willst, schicke ich dir deine Sachen jetzt schon oder wir sammeln noch was, weil wirklich viel habe ich ja noch nicht für dich. Wie du willst, sag du mir das dann. Also, auf jeden Fall nochmal alles Gute zum Geburtstag, Peter. So, Leute, im Hintergrund könntet ihr das vielleicht schon etwas hören. Und zwar ist es ein Beat, sage ich mal, den ich gemacht habe, zusammen mit dem Sven Lent. Den Sven kenne ich schon etwas länger jetzt. Der Gute wohnt in Hamburg, soweit ich weiß. Und er hat mir früher schon immer sehr, sehr viel geholfen mit meinen Hip-Hop-Beats. Ja, die etwas noch zu modifizieren, zu tunen. Ja, und hat das Krasse ist, er hat nie was verlangt dafür, obwohl er hätte locker tun können. Denn der Mann ist ein musikalisches Genie. Ja, da kann Hans Zimmer... Hier, den da machen. Also wenn man dem Sven ein Orchester geben würde, der würde sowas Krasses zaubern. Das ist, kann ich mir super vorstellen. Auf jeden Fall, ihr hört es schon im Hintergrund. Ich werde im Nachhinein den Beat nochmal voll laufen lassen, ja, dass ihr ihn auch richtig hören könnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich lobe mich nicht oft selbst. Aber ich habe den Beat gemacht und dem Sven wieder geschickt zu modifizieren. Was, wer von uns wie viel da drin zu tun hat, das werde ich nicht sagen. Das ist ein gemeinsames Projekt. Und ich kann aber nur sagen, ich habe versucht in der Richtung New Retro Wave. Ja, ich höre viel New Retro Wave. Retro Wave. Und das ist eine Art... den Sound aus den 80ern wieder mit etwas neuerem, ja, so Synthies und so Zeug, ja. Könnt ihr euch vielleicht ein Bild davon machen schon. Eine sehr, sehr krasse Gruppe, die ich auf jeden Fall werde ich dann auch verlinken. Ich werde auch den Sven verlinken, ja, der hat auch bei unserem Zombie-Film
den wir mal gemacht haben. Der Maniac hat mal den von einem Jahr, knapp über ein Jahr, Live or Let Die gemacht. Und da hat der, da hat der Sven zu der Lagerfeuerszene, soweit ich weiß, seine Musik gemacht. Ich habe auch eine kurze Rolle bei der 14-Minuten-Marke. Schaut doch mal rein, er hat fast 1 Million Views jetzt, das ist crazy. Werde ich auf jeden Fall alles verlinken. Wie es zum Film kommt, ich werde die Soundcloud-Seite vom Sven verlinken. Ja, was wollte ich noch sagen? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Sven. Wie hat's der... Wie gesagt, ich lobe mich nicht gern selbst, aber wie hat es der Quincy Jones gesagt? Und Quincy Jones, wer ihn nicht kennt, das ist der ehemalige Produzent von, oder der langjährige Produzent von Michael Jackson, hat er mal gesagt, wenn man Musik macht und man von dem Sound selber Gänsehaut bekommt, dann hat man eine Chance, dass es auch anderen gefallen könnte. Ja? Und ich habe bei dem Track und als, vor allem als er mir ihn zurückgeschickt hat mit den Sachen, die er noch eingespielt hat, als ich das gehört habe, also ich höre seit ein paar Tagen nichts mehr anderes. Ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr das Teil findet. Was mich aber auch interessieren würde, könntet ihr euch, wenn ihr euch das jetzt anhört, könnt ihr euch vorstellen, dass das vielleicht bei einem Videospiel als Musik genommen werden könnte oder sogar in einem Film? Ja, das würde mich mal interessieren. Das wäre so quasi die Frage des Tages. Ja? Ansonsten, Leute, das war's wieder für Ria Mittwoch. Vielen Dank fürs Einschalten und stay safe, Leute. Wir sehen uns am Samstag oder am Sonntag. Weiß ich noch nicht. Euer Ri.
Thank you.